Hallöchen! Heute gibt es meine Neuzugänge vom Monat November und ja, ich bin zwar niemand, der sonst so sehr über Beauty, Fashion, Hair, Lifestyle, sonst wie redet, aber es tut mir leid, das hier sieht aus wie ein Unfall und das ist irgendwie auch einer. Ich habe mir Mühe gegeben, mal etwas anderes aus meinen Haaren zu machen, aber die sind einfach ultra glatt und lassen sich nicht wirklich zu irgendetwas stylen. Ich hoffe, ihr könnt für dieses Video damit leben und wir fangen mal an, denn es sind sehr, sehr viele geworden. Ich habe sie mal so gruppiert bzw. einsortiert, wie ich sie auch gekauft habe bzw. wie sie bei mir eingezogen sind. Denn ja, das Ganze ist in relativ wenigen, aber immer sehr großen Schritten passiert. Das heißt, ich habe mich sehr stark der 200 genähert bzw. sie auch schon überschritten. Und ja, habe jetzt über 200 ungelesene Bücher bei mir. Wir starten direkt mit dem ersten. und zwar geht's los mit den Büchern aus einer Buchhandlung. Ein kleines Büchlein von Dr. Patricia Collard. Das kleine Buch vom achtsamen Leben. 10 Minuten am Tag für weniger Stress und mehr Gelassenheit. Eigentlich glaube ich nicht an solche Ratgeber und kleine Büchlein, dass die einem wirklich so viel helfen. Trotzdem habe ich es damit jetzt versucht, beziehungsweise versuche ich es noch, denn ich habe nur kurz reingeschnuppert, es aber mir noch nicht zu Gemüte gezogen. Das heißt, ja, das begleitet mich immer mal wieder. Wie gesagt, ist ganz klein und dünn. Hat es irgendwie mitgeschafft. Nach dem grandiosen ja, Leseerlebnis von Paolo Giordanos, Die Einsamkeit der Primzahlen, ist bei mir Schwarz und Silber von ihm eingezogen. Darin handelt es sich etwas mehr in die Richtung Trauer und etwas düsterer, aber ich denke, die Sprache von Paolo Giordano, wenn sie so fabelhaft übersetzt ist wie das letzte Mal, dann wird es mich auch diesmal wieder begeistern. Natürlich sind auch Winterbücher eingezogen, beziehungsweise Weihnachtsbücher von Karen Swan, Winterglücksmomente. Und ich muss mal eben spitzen, worum es geht. Okay, also es geht natürlich um Weihnachten bzw. die Winterzeit. Wir befinden uns in London und ja, Nettie erlebt wohl etwas peinliche Momente und sucht dann auch etwas Ablenkung. Ich bin sehr gespannt, doch etwas dicker, aber denke ich, versetzt einen gut in Weihnachtsstimmung. Wie bei vielen schon gesehen, von Jay Asher, What Light oder zu Deutsch Dein Leuchten. Mich hat auch das Cover unglaublich angesprochen. Von Jay Asher las ich bereits Tote Mädchen lügen nicht. Das hat mich sehr begeistert. Ebenso wie sein Buch zusammen mit Carolyn Meckler, Wir beide irgendwann. Deswegen freue ich mich da schon sehr drauf. Das nächste ist das Nürnberger Weihnachtsbuch, herausgegeben von Anne Hassel und Ursula Schmidt-Sprehr. Ja, da ich in Nürnberg wohne und dort ja schon immer mich zu Hause fühle, aufgewachsen bin, beziehungsweise im Umkreis, fand ich das sehr spannend, die Idee, ein Nürnberger Weihnachtsbuch zu lesen. Und wir haben auch schon ein bisschen reingeschnuppert. Das lese ich zusammen mit meinem Freund, denn das macht auch richtig viel Spaß, sich gegenseitig so ein bisschen quasi gemeinsame Zeit zu schenken und vorzulesen. Von Raymond A. Schofield, Das Weihnachtswunder von Old Nickel. Wie ich finde, auch wiederum ein sehr schönes Cover. Hat mich in der Buchhandlung angesprochen, das kannte ich jetzt vorher noch gar nicht. Das Wunder von Weihnachten, es wird verglichen mit Oliver Twist. Und er ist der Autor vom Großen Lord. Okay. Ich denke, den kleinen Lord, den kennen viele, der große Lord wurde in Anlehnung daran geschrieben. Kenne ich nicht die Geschichte, aber ich habe schon viel davon gehört und ich bin sehr gespannt. Ein Buch, an dem viele in diesem Jahr nicht vorbeikamen, und zwar von Stephanie Perkins, herausgegeben Auf den ersten Blick. Jede große Liebe hat ihre Geschichte. Da sind viele, viele Geschichten drin versammelt. Ich weiß gar nicht mehr auswendig, von wem alles. Gail Forman, Holly Black, Ellie Carter, Jenny Hahn, David Levithan, Stephanie Perkins, Rainbow Rowell, Lainey Taylor. Wow, ja, viele Geschichten. Es hat eine wunderschöne Aufmachung, wie ich finde, in hellblau mit pinkfarbenem Buchschnitt und Gold darauf. Also sehr gewagt, aber wie ich finde, auch irgendwie sehr schön.
Bin ich sehr gespannt. Ich weiß nicht genau, ob ich da dieses Jahr noch dazu komme. Und bei dem einen, man kann es kaum glauben, Einkauf kam auch noch mit von Matt Haig, The Girl Who Saved Christmas. Wer meinen Lesemonat vom November gesehen hat, der weiß genau, ich habe den ersten Teil davon. Ich weiß nicht, ob die beiden so ganz dringend zusammengehören. Also auf jeden Fall die andere Weihnachtsgeschichte von Matt Haig bereits gelesen. A Boy Called Christmas, zu Deutsch Ein Junge namens Weihnacht, und war sehr begeistert. Wirklich sehr. Dementsprechend freue ich mich auch sehr auf die zweite Geschichte, Weihnachtsgeschichte von ihm. Und es klingt sehr toll. Ich möchte es nicht zu viel verraten, denn so wie es aussieht, geht es mit jemandem weiter, den wir erst am Ende des anderen Buches kennenlernen. Und da möchte ich es natürlich nicht zu viel verraten. Wir machen weiter mit dem zweiten Besuch in einer Buchhandlung. Dieses Mal eine andere, aber es sind auch wieder einige Bücher geworden. Es geht weiter mit Sue Moorcroft, Winterzauberküsse. Dieses Buch habe ich bereits auf YouTube gesehen und wurde dadurch natürlich angefixt. Ganz genau weiß ich nicht mehr, aber es klingt nach einer romantischen Geschichte, die, glaube ich, auch in London spielt. Und das Cover ist natürlich auch wunderschön. Ein Buchtipp, den ich schon lange mir gemerkt habe, ich weiß leider nicht mehr genau von wem, von Cornelia Funke, Hinter verzauberten Fenstern, eine geheimnisvolle Adventsgeschichte. Die habe ich bereits im November gelesen, das heißt, im Lesemonat erfahrt ihr mehr dazu. Ich kann es euch nur allen empfehlen und also ich bin fast schon entsetzt, dass ich sie jetzt erst kennenlernen durfte und nicht schon vorher kannte. Ebenfalls aus einer Empfehlung auf YouTube von Debbie Johnson, Weihnachtspunsch und Rentierpulli. Da weiß ich leider auch wieder nicht ganz genau, worum es geht, aber es klingt einfach nach einer herrlichen Weihnachts-Wintergeschichte, tollen Charakteren, einer romantischen Story und ja, also im Moment kann ich gar nicht genug von Weihnachtsbüchern kriegen. Dann mussten endlich mal mit von Julia Engelmann Wir können alles sein, Baby, das zweite Buch. Und ihr neuestes, Jetzt, Baby, mit. Und die beiden werden natürlich dann auch ganz bald gelesen. Ein Buch, das mich in der Buchhandlung selbst angesprungen hat fast, ist von Katharina Hagener, Das Geräusch des Lichts. Das ist ein genau die Art Buch, auf die ich mich immer freue, besonders wenn die mich unerwartet erwischt und genau im richtigen Moment an der richtigen Stelle steht oder liegt. Und da habe ich immer das Gefühl, das Schicksal oder wer auch immer greift da ein und schmeißt mir genau das richtige Buch vor die Füße, buchstäblich. Ja, das Ganze wird hintendrauf als kunstvoll, sprachmächtig und bewegend beschrieben. Ein Buch über die Suche nach Wahrheit und Trost. Und der neue Roman entführt uns dann in die Weite Kanadas, zu den Polarlichtern der Northwest Territories. Er erzählt von Menschen, die etwas verloren haben, die Liebe, eine Freundin, die Mutter oder sich selbst. Und von der rettenden Macht der Fantasie. Und das sind genau die richtigen Knöpfe, sage ich mal, die bei mir gedrückt wurden, mit diesen Worten. Natürlich habe ich auch etwas reingelesen, ich wollte mich nicht vollkommen ohne weitere Infos in diese Geschichte stürzen, beziehungsweise das Buch dann mitnehmen, aber es musste einfach mit. Also wenn euch da so, ich sag mal, dieses Besondere, abgesehen von den leichten Büchern, die ich euch jetzt ja natürlich auch ganz viel gezeigt habe, wenn euch manchmal das Besondere in den Büchern fehlt und ihr ein ganz besonderen Roman sucht. Ich glaube, das steckt dahinter und ich freue mich schon riesig darauf. Es geht weiter mit einer riesigen und zu meiner Schande bei Amazon getätigten Bestellung, denn ich bestelle nicht so gerne bei Amazon, aber manche Bücher lassen sich auch kaum woanders bestellen, beziehungsweise hatte ich nicht die Zeit, unbedingt die vor Ort in einer Buchhandlung zu bestellen. Als erstes von Jason F. Wright, Das Weihnachtsglas. Das Ganze wurde mir, wenn ich mich recht entsinne, von Cossi empfohlen, schon vor Ewigkeiten. Und ich kann euch nur sagen, kauft es euch. Es ist so ein wunderschönes Buch. Man hat das Gefühl, auf diesen 180,
Nicht mal. 140 Seiten, da kann doch gar nicht so viel passieren. Wieso soll ich dafür 9,99 ausgeben? Aber tut es. Gebt dieses Geld dafür aus, denn es ist ein wunderschönes Buch. Die Geschichte finde ich persönlich überhaupt nicht kitschig. Ich finde sie sehr, sehr schön. Und dieses Schön heißt nicht immer, dass alles glatt läuft und dass alles wie im Märchen ist oder wie in einem Traum und alles nur passt und fluffig ist und gut verläuft, sondern schön heißt auch schön erzählt. Mit gewählten Worten, mit der richtigen Tiefe. Und obwohl dieses Buch so kurz ist, habe ich nicht das Gefühl, es wäre so kurz. Es hat viel mehr mir erzählt und viel mehr mitgetragen und mitgeteilt. Also ich kann euch das allen wirklich nur empfehlen. Ich habe lange mit mir gehadert, ob ich es mir kaufen möchte. Dann habe ich noch lange überlegt, wann ich es lese, ob ich dann wirklich gleich lese. Und es hat mich zum Glück gleich angelächelt und hat gesagt, lies mich. Und ich habe das getan und ich kann es euch nur empfehlen. Im Lesemonat Dezember erfahrt ihr dann noch ein bisschen mehr dazu. Aber ja, wie gesagt, pure Empfehlung, ein absoluter Buchtipp. Ebenfalls ein Tipp, allerdings mit viel, es klingt gemein, mit weniger Tiefe, aber zuckersüß erzählt, ist von Emma C. Moore zum Anbeißen süß. Ein Kurzroman, der quasi der Beginn einer Reihe darstellt von Kurzromanen von Emma C. Moore. Emma C. Moore ist das Pseudonym von Mara Wolf, falls das jemandem nicht geläufig ist. Und ja, sie erzählt hier drin, oder beginnt die Geschichte von Annie und Louis zu erzählen. Louis wird bald heiraten und die beiden sind gemeinsam aufgewachsen. Annie ist dann weggezogen und kommt eben jetzt zurück und lernt dann die neue, also die Verlobte von Louis kennen und ja, wie sich alles so entwickelt, vielleicht verändert, vielleicht verbessert, getan hat. Ich finde, wie gesagt, eine sehr herrliche Geschichte. Es hat mich so von der Art her ein bisschen erinnert an Anna Koschkas Naschmarkt, also an Dottie, die doch manchmal vom Gefühl her von einer Situation in die nächste stolpert und man sich denkt, das kann doch manchmal gar nicht sein, dass es so läuft. Läuft aber manchmal eben so, genauso auch wie bei Männertaxi von Andrea Kossmann. Ja. Also, wer sowas zuckersüßes, nettes haben möchte, das nicht, ich finde, nicht platt erzählt ist, sondern trotzdem sehr schön, der kann gerne mal zu dieser kleinen Reihe greifen. Dann, da mir die ersten Teile von der Princess in Love-Reihe so gut gefallen haben, von Ashley Gilmore, habe ich mir jetzt auch noch. Oh. War klar, dass es irgendwann passiert. Da mir die Reihe, die Princess in Love-Reihe von Ashley Gilmore so sehr gefällt, habe ich mir dann, wenn ich schon bestelle, auch noch Rachel, Anastasias Tochter, worauf ich mich sehr freue, denn Anastasia liebe ich unglaublich, und Sandy Claus, Santas Tochter, bestellt, die jetzt wohl den Abschluss der Reihe bildet, soweit ich weiß. Das sind dann insgesamt 8 Teile, wenn ich noch zählen kann. Und ja, bin ich sehr gespannt drauf. Ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr noch schaffe, alle zu Ende zu lesen, aber kann ich euch weiterhin nur empfehlen. Habe ich im November auch eins beendet. Ja, Julia. Julia, Schneewittchens Tochter, hatte ich beendet im November. Und ja, guckt sie euch einfach mal an. Ich finde sie märchenhaft, fabelhaft, wunderschön erzählt. Wir kommen zu einer Reihe, die es eigentlich endlich zu mir geschafft hat. Ich habe sehr lange mit mir gehadert, ob ich diese Reihe beginnen soll und dann auch, ob ich sie mir gleich komplett bestellen soll oder nicht. Ich habe das so getan wie bei Booklist. Da bin ich ja komplett ins kalte Wasser gesprungen und jetzt habe ich das wieder getan mit der gleichen Autorin, denn ich habe mir von Mara Wolf Mondsilberlicht, der erste Teil, Mondsilberzauber, der zweite Teil, Mondsilbertraum, der dritte Teil und letztendlich Mondsilbernacht, der vierte, beziehungsweise ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Prequel ist. Doch, knüpft direkt an, steht hier. Ja, okay. Also der vierte Teil der Reihe
von Mondsilber, ich glaube Mondsilber Saga oder Mondsilber Licht heißt die Reihe oder so ähnlich. Wenn nicht, blende ich es euch natürlich wieder ein. Ja, habe mich getraut und alle bestellt. Ich bin sehr gespannt, denn die sollen sehr fantasy-lastig sein und da ist es ja nicht ganz so mein Genre. Dementsprechend, wie gesagt, mal gucken, wie sie mir gefallen. Dann waren ebenfalls in der Bestellung noch fünf Bücher von Michelle Schrenk dabei, denn sie hat mich mit Der Suche nach dem verlorenen Stern, einer märchenhaften Kurzgeschichte, sehr begeistert. Und ja, ihr Schreibstil ist wundervoll. Abgesehen davon fixt mich natürlich die liebe Christina von Chrissys Bücherlabyrinth immer wieder an mit ihren Büchern. Sie stellt alle möglichen Bücher von ihr vor und ist begeistert von denen. Deswegen habe ich mir jetzt auch so einige noch bestellt. Wir fangen mal an mit dem Winterbuch Michelle Schrenk, Der Zauber des ersten Schnees. Da habe ich bisher auch schon reingeschnuppert. Ich denke, das werde ich auch heute noch beenden. Ja, ich kann nur sagen, wie bei dem Märchen, bisher sehr, sehr schön. Dann ein Kinderbuch von ihr, Die Geheimnisse des Lebkuchenmondes, ein sagenhaftes Abenteuer. Auch kein besonders dickes Buch, aber ich bin sehr gespannt, was da passiert, denn die Lebkuchen sind ja bekannt für Nürnberg und ja, das reizt mich auch sehr, das zu erfahren. Dann ein Roman, Der Weg zwischen den Sternen. Ich finde ein wunderschönes Cover, wundervoll und ja, es geht wohl um die große Liebe, um große Träume und von den schwärmenden Worten kann ich mir nur denken, dass es eine wundervolle Geschichte ist, finde ich auch. Sehr gespannt schon drauf. Dann A Place to Remember Emily und Noah. Das ist, soweit ich weiß, eine ganze Reihe A Place to Remember, die erschienen ist und da hat eben Michelle Schrenk auch einen Teil geschrieben. Ich habe mir jetzt mal nur ihren bestellt und bin sehr gespannt darauf. Es geht wohl um ein Antiquariat oder eine Buchhandlung, Antiquitätengeschäft. Und ja, eine romantische Geschichte von der Liebe, von der Magie. Und ich freue mich darauf. Und dann musste ich mir natürlich noch Unter halblauem Himmel bestellen von Michelle Schrenk, beziehungsweise mit den Liedern, mit den Songs von Gabriel Strack dazu. Denn ich habe schon Über rosaroten Wolken bei mir stehen. Und soweit ich weiß, ist das hier das erste Buch. Und ja, dementsprechend kommt das natürlich dann zuerst dran. Wir kommen zu einer Bestellung beim Drachenmond Verlag und ich muss sagen, liebe Christina, du bist auch wieder schuld daran, denn du hast mich auch mit dem Drachenmond Verlag unglaublich angefixt. Es gab ein Programmheft dazu, das wunderbar aufgemacht ist. Es gab Plätzchen, es gab einen Tee, es gab, ich weiß gar nicht, ganz viele tolle Goodies mit dazu. Vielen, vielen Dank an den Drachenmond Verlag an dieser Stelle und ich bin begeistert einfach von dem Programm und vor allem natürlich von den herrlichen Cover. Jedes Cover spricht für sich und ist wunderschön und man könnte allein aufgrund des Covers jedes Buch schon wieder kaufen. Ich habe mich jetzt mal auf ein paar beschränkt und die zeige ich euch. Zuallererst, ich glaube, das dickste Exemplar, das eingezogen ist, Straßensymphonie von Alexandra Fuchs, von Christel Saurini, Sommernachtswende. Von Ava Reed, For Good, Über die Liebe und das Leben. Von Elke Tomazzo, Der nächste Freitag kommt bestimmt. Mein absolutes Lieblingscover aus dem Drachenmond Verlag, Memories to Do von Linda Schipp, Ellies Liste ist der Untertitel. Von Kerstin Ruhkiek, Ein Cowboy am Nordpol oder Der Tag des hässlichen Hundes. Und ein Weihnachtsbuch, das erst im Dezember erschienen ist dann noch im Nachhinein eingetroffen, von DB Granzo, Familie Olivers Weihnachtsgeschichte. So, ihr seht schon das Regalbrett über mir. Ich habe alle Neuzugänge, die ich bisher gezeigt habe, hier über mir aufgestellt. Und es folgen noch welche. Ich kann es kaum glauben, dass es wirklich so viele sind. Ich zähle sie dann auch gleich nochmal und sage euch Bescheid, wie viele es geworden sind. Das einzige Buch, das zu meinem Geburtstag eingezogen ist, von Thorsten Sträter, Als ich in meinem Alter war. Ich denke, sehr humorvoll, der Einstieg war auch schon sehr gut.
Ich habe es leider dann zur Seite gelegt, werde ich aber ganz bald lesen. Wir kommen noch zu einem kleinen Stapel, größeren, naja, einigen Büchern, die mich erreicht haben, und es sind alles Rezensionsexemplare. Zum einen von Ernst Peter Fischer, noch wichtiger als das Wissen ist die Fantasie, die 50 besten Erkenntnisse der Wissenschaft von Galilei bis Einstein. Bin ich sehr gespannt drauf, ein Sachbuch. Von Gavin Extance, Libellen im Kopf. Ich finde ein wundervolles Cover, auch darauf freue ich mich. Von Mike Kleiss, Laufwunder, wie sie dein Leben verändern. Ebenfalls eher ein Sachbuch, aber in der Sportrichtung, und da freue ich mich drauf. Von Frank Behrendt, Liebe dein Leben und nicht deinen Job. 10 Ratschläge für eine entspannte Haltung. Ich denke, die wird ganz wichtig für mich sein, diese entspannte Haltung. Deswegen, ja, ich hoffe, dass jetzt in der ruhigen Zeit langsam mal dran. Und zu guter Letzt noch ein Roman von Ardur Jonsdottir. Ich habe leider keine Ahnung, wie ich das aussprechen soll. Wege, die das Leben geht. Für die 5 Rezensionsexemplare bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei Random House. Ich werde die natürlich, sobald es geht, lesen und rezensieren. Ja, und die anderen Bücher, hoffe ich, war was Neues für euch dabei, war was Spannendes dabei. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr so im November bekommen oder euch gekauft habt. Vielleicht auch, was ihr euch wünscht zu Weihnachten. Und ich hoffe, es war spannend für euch zu sehen, dass doch wieder so viele Bücher bei mir eingezogen sind und was das für welche waren. Also, wenn ich mich nicht verzählt habe, sind 35 Bücher bei mir eingezogen. 35. Und ja, dann noch 5 Rezensionsexemplare. Das heißt insgesamt 40 Bücher. Darauf bin ich jetzt nicht gerade stolz, aber ich liebe jedes dieser Bücher und ich freue mich auf jedes. Und ich denke, das ist das Wichtigste an den Büchern. Sonst würde es mir ja insgesamt als Hobby keinen Spaß mehr machen. Gut, dann hoffe ich, ihr lest schön in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit noch ganz viele Bücher und freut euch so wie ich darauf, dass Weihnachten kommt, dass man mal wieder zur Ruhe kommt, dass wir dann in das neue Jahr starten können. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!